Das ist Sultan, ein PAE Walach, unser heutiges Model. Heute zeigen wir Ihnen, wie man die Stellen eines Pferdes korrekt wäscht, an denen sich häufig Schuppen und Krusten befinden. Das sind vor allem die Mähne und die Fösselbeuge bzw. das Röhrbein. Bitte achten Sie darauf, ein Shampoo speziell für Tiere zu benutzen. Shampoos für Menschen haben oft einen pH-Wert, der nicht für das Fell von Tieren geeignet ist. Wir beginnen mit den Beinen, von unten nach oben, damit sich das Pferd an das Wasser gewöhnen kann. Man sollte darauf achten, die Stellen gut einzuwässern. Bei Pferden, die zum Beispiel Mauke haben, tragen wir das Shampoo unbedingt mit Handschuhen auf, um hygienisch zu arbeiten. Das Shampoo darf kräftig eingerieben werden, bis es ordentlich schäumt. Warten Sie danach 10 Minuten, damit das Shampoo gut einwirken kann. Nun spülen wir das Shampoo sorgfältig aus, bis nur noch klares Wasser abfließt und kein Schaum mehr zu sehen ist. Als nächstes waschen wir die Mähne des Pferdes. Wir waschen Sultan heute nur einen Teil seiner Mähne zur Demonstration. Auch hier müssen wir darauf achten, die Mähne ordentlich nass zu machen. Tragen Sie reichlich Shampoo auf die Mähne auf und massieren Sie dieses ordentlich ein. Denken Sie daran, nicht nur die Mähne zu shampoonieren, sondern das Shampoo auch bis auf den Ansatz einzumassieren. Danach warten wir 10 Minuten, damit das Shampoo gut einwirken kann. Nun spülen wir das Shampoo sorgfältig aus, bis nur noch klares Wasser abfließt und kein Schaum mehr zu sehen ist. Ein großer Dank gilt unserem geduldigen Model, Sultan, ein PAE Walach.